Ich begrüße euch ganz herzlich auf meinem Kanal. Viel Freude mit dem Video. Drei Fragezeichen Orakel am 13. September 2019. Bevor ich starte, möchte ich mein Angebot ankündigen. Es handelt sich um Zahlen, aber doch nicht wie die Numerologie das beschreibt, sondern das ist schon was Eigenes, was verraten die Zahlen, euren Geburtsdatum oder die Geburtsdatum von euren Partner oder Wunschpartner und was verbindet euch, worauf sollt ihr konzentrieren, mit welchem Verhalten oder welche Richtung sollt ihr orientieren, damit die Partnerschaft stabiler wird, mehr Harmonie herrscht. Und genau das verraten die Zahlen. Buchung ist möglich als Blitzberatung. Entweder euren Geburtsdatum, das analysieren als Blitzberatung für nur 10 Euro oder die Geburtsdatum von euren Partner, Wunschpartner, auch als Blitzberatung für nur 10 Euro. Die dritte Möglichkeit ist die Verbindung zwischen euch beide, auch als Blitzberatung für nur 10 Euro oder alle drei. Ich lasse das offen. Ihr könnt gerne das auswählen. Ich freue mich auf die Buchungen. Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung@denderasusannamedici.com. Und jetzt kommen wir zu den Fragen. Die erste Frage ist, was denkt er? Und das schauen wir auch an. Zweite Frage ist, wie fühlt er sich? Dritte Frage ist, was vermittelt er? Dazu kommt noch eine Karte aus der Schokoladekarten. Die erste Frage ist, was denkt er? Er macht Kopf. Zerbrechen über seine Finanzen. Möglich ist auch, dass jemand Geld von ihm will. Indirekt handelt es sich um seinen Beruf oder Berufung. Und mit dieser Karte, mit dieser Botschaft kann ich vermitteln, er möchte beruflich neu orientieren, aber er hat noch Einschränkungen oder hat Angst davon. Diese Münzen symbolisieren auch die Erde-Element und das heißt Realität, etwas im Tat umsetzen. Und das sind Einflüsse von außen, weil jemand mischt sich da ein und das belastet ihn. Die Münzen symbolisieren auch Werten und Wertschätzung und das Gleiche handelt hier auch Einflüsse von außen und es sinkt sein Selbstwertgefühl. Jemand macht ihm klein oder jemand versucht ihm etwas befehlen, was ihm momentan nicht passt. Zweite Frage ist, wie fühlt er sich? Wieder die Münzen und die Arbeit. Ihn beschäftigt schon die Finanzen und die berufliche Situation und diese Karte zeigt, das ist alles instabil momentan und versucht sich neu orientieren. Möglich ist auch, dass er an sich arbeitet, an seinen eigenen Gefühlen, an sein Selbstwertgefühl und möchte das befestigen oder lernt etwas aus diesem Situation. Was vermittelt er?
das momentan er Ruhe braucht, weil ihm alles bedrückt im Augenblick. Und er muss jetzt das erstmal verarbeiten und damit möchte er ausdrücken, ein bisschen Geduld, bis mir besser geht und dann können wir etwas Neues starten. Die Zahl 10 deutet auf diese Richtung hin. Die heutige Tagesbotschaft ist eine Überraschung. Trotz dieser Stimmung kann er oder könnt ihr mit einer angenehmen Überraschung rechnen. Und das war mein 3-Fragezeichen-Orakel. Und das war diese Aufnahme. Wenn es euch gefallen hat, ich freue mich, wenn ihr mich abonniert. Bis zum nächsten Mal, eure Dendera Susanna Medici.